Mesdames, Messieurs, meine lieben Freunde. Ich habe soeben meinen Kalender betrachtet, nicht ohne eine gewisse Besorgnis. So viele Blätter hat er lassen müssen, seitdem wir das letzte Mal an dieser Stelle zusammengekommen sind. Umso mehr freue ich mich, dass Sie alle es heute wieder hierher geschafft haben. Es ist, als würde ich guten alten Freunden begegnen, denn genau das sind sie alle inzwischen für mich geworden. Nun ist es aber an der Zeit für ein weiteres Wiedersehen. Phileas Fogg und seine Freunde warten, Ihnen ein neues Abenteuer erzählen zu dürfen, nachdem wir uns zuletzt in das schaurige Karpatenschloss begeben hatten. Bekommen wir es heute mit einem Himmelskörper zu tun, der, ja, ich muss es so formulieren, den Fortbestand der Welt, so wie wir sie kennen, massiv bedrohen wird. Und es ist an Phileas Fogg, diesen katastrophalen Entwicklungen Einhalt zu gebieten. Aber hören Sie selbst. Begeben Sie sich mit mir auf einen verträumten Hügel im sonnigen Virginia, wo der alternde Astronom Dean Fawcett eine Sternwarte betreibt. Onkel Dean, das Abendessen. Tante Nelly hat schon dreimal... Ich möchte im Augenblick nicht wissen, was deine Tante getan hat. Ich habe ihn nämlich gesehen, mein Junge. Gesehen? Wen? Himmel, Herrgott, ich habe gedacht, du willst bei mir etwas lernen. Worüber haben wir uns denn heute Morgen unterhalten, ne? Du meinst den glühenden Feuerball? Ich spreche von dem Meteor, ja. Er ist vorhin ganz kurz wieder aufgetaucht. Leider nicht lange genug, um sich von mir berechnen zu lassen. Wie aufregend. Und wo ist er jetzt? Wenn ich das wüsste. Die verdammten Wolken haben sich davor geschoben. Komm schon, wo steckst du? Zeig dich! Wegen des Abendessens. Soll ich Tante Nelly... Zum Henker mit dem Essen. Hörst du das da draußen, Francis? Der Wind frischt auf. Du solltest dir eine Jacke holen, Onkel. Es besteht Hoffnung, dass die Wolkendecke heute Abend doch noch aufreißt. Und das könnte ziemlich rasch passieren. Also, setz dich daher und schnapp dir das Klemmbrett. In Ordnung, Onkel. Bin soweit. Hör genau hin, was ich dir sage. Es ist möglich, dass sich uns so eine Chance erst in über 100 Jahren wieder bietet. So lange wird Tante Nelly nicht auf uns warten, fürchte ich. Da! 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 Ich sehe ihn! Was siehst du, Onkel? Was? Der Meteor. Er ist es wirklich, aber er hat seine Bahn verändert. Nach meinen Berechnungen von heute Morgen hätte ich schwören können, dass er sich in einer geschlossenen Umlaufbahn der Erde befindet, einem Satelliten gleich. Und jetzt? Was hast du? Was soll ich denn nun notieren, Onkel Dean? Du musst nichts mehr aufschreiben, Francis. Was? Aber warum nicht? Weil das Papier, auf dem du schreibst, sowie dein Bleistift und alles andere, was du hier siehst, bald nicht mehr existieren wird. Dich und mich eingeschlossen. Aber, Onkel, was... Geh runter zu deiner Tante, Francis. Geh und sag ihr, dass ich sie liebe. Und dann wirst du mir mein Pferd satteln und vor das Haus stellen. Du willst noch weg? Ja, aber wann sehen wir dich wieder? Die Antwort, mein Junge, steht seit heute Abend in den Sternen. Das ist wirklich ein ganz übler Flecken Erde, Sir. Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Glover Street, Ecke Fulham Lane. Das ist genau hier, würde ich sagen. Mir gefällt das nicht sonderlich. Sie lassen sich hierher lotsen aufgrund einer nichtssagenden Nachricht. Nun, ich finde nicht, dass die Aussage, die Welt steht auf dem Spiel, sonderlich trivial ist, mein lieber Passepartout. Und dieses Siegel hier sieht mir doch sehr amtlich aus. Es könnte genauso gut eine Falle sein. Bei näherem Betrachten dieser Gegend würde ich sogar meinen letzten Sou darauf verwetten. Mein lieber Freund, du bleibst hier und achtest darauf, dass mir niemand hier herein folgt. Sie wollen also wirklich durch diese Tür da gehen? Ja, aber ich verspreche dir eines. Sollte sich das Ganze als eine Falle herausstellen, werde ich sofort wieder umkehren. Das klingt vernünftig. Das haben Sie nur gesagt, um mich zu besänftigen. Mach dir nicht zu viele Gedanken, ich bin gleich zurück. Wie Sie wollen, Sir.
Ich werde hier auf Ihre Rückkehr warten. Also dann. Reichlich düster hier drin, scheint mir. Kaum zu glauben, dass ich hier richtig sein soll. Hey, Sie da! Wer ist da? Wo stecken Sie? Er tut nichts zur Sache. Glauben Sie mir, ist besser so. Sehen Sie den schwachen Lichtschein hier drüben? Ja. Kommen Sie hier herüber. Hier befindet sich ein Durchgang. Woher weiß ich, dass es keine Falle ist? Woher weiß ich, dass Sie Phileas Fogg sind? Sie sind es doch, oder? Können Sie mich jetzt besser erkennen? Oh ja, Sie sind es, keine Frage. Kommen Sie mit. Sie werden bereits erwartet, nebenan. Wo bringen Sie mich hin? Ins Hinterzimmer. Hielt man wohl für sicherer. Gott weiß warum. Ich soll Sie nur hinbringen. Interessant. Wir sind da. Da ist er, Sir. Brauchen Sie mich dann noch? Nein. Bitte schließen Sie die Tür, wenn Sie gehen. Ei, Sir. Hat ein Mann wie Sie es nötig, sich im Hinterzimmer eines schäbigen Pubs herumzudrücken? Noch dazu im Dunkeln? Bestimmte Ereignisse erfordern manchmal etwas unkonventionelle Methoden. Sie wissen ja, wer ich bin. Ich habe Ihre Stimme sofort erkannt, Mr. Holmes. Ich hasse es, auf solche Spielchen zurückgreifen zu müssen. Aber die Lage ist ernst. Bitte Licht! Oh, Sie haben Gesellschaft. Guten Abend. Guten Abend, Sir. Mr. Fogg, das ist Francis Gordon. Sein Name wird Ihnen vielleicht nicht sagen, aber er ist der Neffe des berühmten Astronomen Dean Fawcett aus Virginia. Mhm. Und ich dachte, der Mann hat sich längst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Hat er auch. Genau das ist der Grund, warum er seinen Neffen geschickt hat. Mr. Fawcett würde eine solche Reise nicht mehr überstehen. Außerdem ist der Moment...